Wir sind hier im Tannenbaumland. Und hier sind Tannenbäume. Der Herr sagt, ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich. Nie verliere ich dich aus den Augen. Und damit gehen wir jetzt wandern. Wo ist sie? Da bist du. Hallo. Gott zeigt uns den Weg. Bist du bereit dafür? Ja. Warum ich die Mütze so seltsam aufhabe, ist, weil mein Kopf warm ist und meine Ohren sind kalt. Was geht? Corey hier und Ilona. Und wir sind hier am Schliersee, oder? Sind wir hier schon am Schliersee? Ja. In der Nähe, Schlierberg, Schlier-Thunfisch. Und wir gehen da jetzt hoch. Sehen Sie da? Ilona weiß den Weg nicht. Genau. Und wir gehen heute ein bisschen spazieren. Unsere einjährige, jährliche Wanderung. Ja, das ist tatsächlich hier hoch. Siehst du? Wusste ich doch. Ich kenne mich aus. Ja, witzig. Heute als Tagesvers war dieser Tagesvers mit dem Weg. Und dass der Herr uns den Weg zeigt. Und das wird er anscheinend heute machen. Und weil Ilona uns den Weg nicht zeigen kann. Spaß, Ilona führt uns immer sehr, sehr schön durch die Wanderungen. Genau, und ich werde heute mit der neuen Kamera testen, ob es besser aussieht mit diesem Stock hier und so ein bisschen wackeliger oder mit der Gimbal durch die Gegend zu laufen, weil wir ja im Januar nach Costa Rica gehen und jetzt mal einen Test machen, was gut ankommt, was einfach gut aussieht, damit wir in Costa Rica einfach ein schönes Video, schöne Videos machen können. Ich dachte, es ist schon klar, dass die Gimbal besser ist und dass das so sehr wackelt. Ich dachte, du wolltest eher testen, dass die Gimbal funktionsfähig wird. Es geht eher darum, was ist einfacher und schneller und, weißt du, und praktischer. Und klar ist das jetzt ein bisschen wackeliger als die Shots gleich, aber die Frage ist halt, was kann ich schneller aus meinem Rucksack packen, ohne dass ich immer stundenlang die Gimbal balancieren muss und. Also ist das mein Test heute. Schaut mal, ein schöner Rucksack. Ja, dieser Rucksack, das ist eigentlich mein Rucksack. Und zwar haben wir von Momux Fashion Rucksäcke bestellt. Frauenrucksäcke, Männerrucksäcke. Und dann ist Ilona so voll motiviert, nimmt diesen Rucksack raus und sagt, oh, der ist voll gut, der passt voll gut. Und ich nehme so die anderen Rucksäcke und denke so, hey, das ist irgendwie so klein und komisch und irgendwie sowas. Ja, und dann Ilona so, ja, den nehme ich. Und dann denke ich so, ey, nee, keiner von diesen Rucksäcken gefällt mir. Dann so, ja, okay, ich schicke mir die halt zurück und sie behält den. Und dann gucken wir nochmal. Ach so, das ist ja der Männerrucksack. Das heißt, sie hat jetzt meinen Rucksack geklaut, den ich eigentlich hätte bekommen sollen. Aber weil ich sie so sehr liebe, habe ich gesagt, okay, behalt. Ich gehe auf die Suche nach einem weiteren, was nach 2 Monaten immer noch nicht passiert ist. Also, falls jemand weiß, wo man diesen Rucksack hier für die Hälfte des Preises bekommt, ja, schreibt mir unten in die Kommentare. Wir meinen zu denken, und ich glaube, das ist so, dass hier überall eingefrorene oder angefrorene Spinnennetze sind. Und hier, finde ich, sieht man das am meisten. Und es sieht richtig cool aus. Wie so Weihnachtsdekoration. Ich finde, hier sieht es aus wie in so einem coolen Mittelalterfilm. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Es ist extrem neblig. Okay, merkt euch jetzt, so ist das Bild jetzt, wenn ich gehe. Und jetzt sind wir auf der Gimbal. Vorteil ist, es ist
viel, 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 viel ruhiger und entspannter fürs Auge auch. Nachteil ist, es dauert ein bisschen länger und vor allem ist es viel schwerer. Oh, Junge, ist das schwer. Ich bin weiß geworden. Der kann ja nicht nur schön smooth mein Gesicht aufnehmen, sondern kann auch das hier. Das ist ein Wal. Sorry, wie das aussieht mit den Lichtstrahlen, die da durch die Bäume kommen. Magic. Also Ilona, ich glaube, hier könnten wir kein Feuer machen. Ist alles viel zu feucht. Wir müssen uns einen anderen Ort finden, um unser Lager aufzuschlagen. Bis nach Süditalien oder so. Ja, Ilona und ich schauen in letzter Zeit sehr viel von diesem Seven vs. Wild. Also falls ihr das nicht kennt, das ist einfach nur ein YouTuber, die in Schweden alle, jeder alleine, mehrere Tage, 7 Tage überleben müssen. Und die durften am Anfang nur 7 Sachen mitnehmen und später mussten die sogar noch andere Sachen wieder weg abgeben. Und genau, manche sind da schon rausgeflogen, weil die es nicht konnten. Sehr cool, und jetzt denken wir uns auch schon die ganze Zeit, wie es wäre, so einmal in der Wildnis zu überleben, schlafen. Deshalb machen wir die ganze Zeit so Witze über Feuer machen und Orte zum Schlafen. Ilona war ja schon mal so extrem in der Wildnis in Kanada, wo sie 3 Wochen nur mit einem Becher Wasser und 7 Fische auskommen musste. Also, sagt mir, ist das mit der Gimbel besser oder ist das andere doch entspannter? Oh, ein Bär. Hörst du die Schritte? Der ist verfolgt. Der ist verrückt, der Typ. Wo ist er denn? Kamera, wie muss ich da hingehen? Guck mal, Ilona, da sind ganz kleine Tannenbäume. Überall Tannenbäume. Also wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, wir sind über den Wolken. Und wir sind nicht so hoch. Das ist echt crazy. Diese Aussicht. Ist das crazy, Luna? Wir laufen jetzt praktisch auf Wolken. Crazy. So. 10. Hey, Luna, was ist los? Die Sonne ist zu stark für mich. Vergesst nicht zu liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Was gibt's noch? Teilen durch 3. Und wir gehen jetzt hier auf dem Spielplatz spielen. Bist du dabei? Ich chill hier, okay. Ja, eben hast du es noch vorgeschlagen. Ja, komm, lass uns rutschen und so. Und jetzt auf einmal tust du so, als ob du zu erwachsen bist dafür. Du bist gleich, sobald die Kamera aus ist, die erste Person, die da schaukelt. So, nach sehr langer Entspannung gehen wir jetzt
bergab zurück unter die Wolken, weil wir sehen hier, wir sind über die Wolken und wie ihr hört, die Bahn, die ruft uns schon, die hofft, dass wir bald da sind. Aber ja, so wird es aussehen. Ich kämpfe mit dem Dornen. Den Dornen? Der Rose. Ja, es war doch eine schöne kleine Runde heute, oder Elon? Ja, die gefällt mir. Ziemlich anstrengend und trotzdem schön. Wäre es jetzt die ganze Zeit nur Schotterweg, das sind nicht ganz so schöne Strecken, aber das war jetzt echt abwechslungsreich. Und der Runterweg scheint auch viel in der Sonne zu sein. Das heißt, man hat Feld und man hat Wald und man hat alles ein bisschen. Guck mal, die Berge und der See. Und Schliersee-Stadt. Mhm. Schön. Das ist schön. Da müssen wir uns nichts sehen. Die Sonne, wie die da über den Bergen. Aber weil man nicht weiß, dass da Berge sind, sieht das so seltsam aus. Wie als ob die hinter der Wolke ist. So ein Halbmond-mäßig. Ja. Nur Halbsonne. Okay, das war's dann. Frohe Weihnachten. Ich glaube, das poste ich an Weihnachten. Freitag. Falls ich es überhaupt poste. Aber wenn, frohe Weihnachten. Euch ein paar schöne Weihnachtstage. Und wir sehen uns dann in den nächsten Wochen. Bis dahin, Cory hier, Ilona da. Alles klar.